In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich habe lange nicht mehr irgendein Food Haul. Was suchst du, Schatz? Ist die Schnucke? Ne. So, und zwar haben wir das erstmal bei Rewe bestellt, beim Rewe Lieferservice. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, also das kommt so an, in Tüten, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich dachte, das kommt einfach in der Box, aber so ist es einfacher für den Lieferanten. Ich fange auch direkt mal an, was wir alles bestellt haben. Und zwar einmal Chips von Crunch Chips. Paprika mit Pfand zusammen haben wir 84 Euro bezahlt. Dann einmal Chips Fisch mit Baroni. Kannst du bitte kurz deine Einkaufsliste gucken, ob da irgendwas fällt oder so? Ja. Ja. Ach, Chips. Dann Eier. Eier haben wir gebraucht. Freie Landhaltung. Einmal Müllbeutel bestellt, einmal milde Paprika Chips. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr den Preis findet am Ende des Tages. Aber ich habe nur für über 80 Euro bestellt, weil ich 15 Euro Payback Guthaben bekomme. Nur deswegen habe ich so viel bestellt. Eigentlich wollten wir nur für 50. Dann dreimal Mais. Einmal Sonnenblumenöl, noch einmal und American Sandwich, also Toastkäse. Das tue ich mal auf Seite. So, dann haben wir hier, ich hatte 5 Bananen bestellt, die haben jetzt 7 Stück geliefert. Das ist schon mal gut. Dann eine Gurke. Eine Aubergine oder 2 Auberginen, ich weiß nicht, aber die sind wirklich frisch. Ne, Schatz? Ja. Ich finde, das also Gemüse ist total frisch. Ja, dann noch eine Aubergine. Dann habe ich diese Buschbohnen bestellt. Es gibt morgen aber so Bohneneintopf. Dann Orangen. Wir ordern einmal Barbecue Chicken Wings. Der mag die total. Zweimal für mich Latte Cappuccino. Schatz, willst du eins trinken? Ach so. Du trinkst es schon. Und dann zweimal Latte Macchiato. Für Lena habe ich 2 Joghurt mitgebracht. Das ist einmal Monsterbacke mit Erdbeermus und Knisterstückchen und mit Himbeermus und Knisterstückchen. Genau, einmal das. Dann 2 Joghurtmilch. Das ist ganz normaler Joghurt mit 3,5% Fett. Und dann habe ich einmal bestellt Tortellini, 4 Käse, das sind jetzt 500 Gramm. Und einmal Letter, der darf bei uns auch nicht fehlen. Dann einmal, man sieht das gar nicht, das ist zu hell, also Pizzateig. 100. Und einmal Gouda. Ja.
Dann einmal Mozzarella und Eier dann. Dann habe ich einmal die Lila Frischeiwaffeln bestellt. Die isst sie ab und zu mal gerne. Zwiebeln. Einmal Kartoffeln. Zweimal Zucchini. Die sind aber richtig dünn. Du musst da auf den Kopf sein. Dann einmal Kartoffeln. Ich habe eigentlich Glasreiniger bestellt, aber weil es das nicht gab, haben sie mir jetzt das geschickt für denselben Preis. Ja, das fülle ich dann einfach rein. Und dann einmal Kidneybohnen. Ey, voll angenehm so, ne? Du hast nichts getragen, keine Kopfschmerzen. Tja. Wir sind sexy geworden, ne? Tragen wir keine Tüte mehr, wir sind berühmt geworden. Ich kann euch das echt nur empfehlen, wenn ihr von der Arbeit kommt. Ja. Und wir haben wirklich nur fast Jahrprodukte. Seht ihr ja. Also ich habe das Billigste bestellt. Erdnüsse für Albert. Und nochmal Erdnüsse. Ich wusste jetzt nicht, welche der mag. Deine Frau denkt an dich. Dann einmal Tafelchips. Ich habe echt, guck mal, weil du meintest letztens, diese Chips mit Schaf schmecken sehr gut, habe ich dir 2 oder 3 verschiedene bestellt, damit du dich mal auskosten kannst. Merci. Und welches das denn war. Merci. Dann, das ist das Einzige, was ich wirklich für mich bestellt habe, aber auch der mag das auch. Und zwar ist das von Hitchler. Volles Rohr. Was wir bei Teil Rast gekauft haben. Dann habe ich für Lina einmal von Nesquik Kakao, 2-mal weiße Schokolade. Dann für Order einmal Cheyenne Pfeffer. Das ist, sieht man gar nicht, ne? Schatz, beobachtest du mich? Nö. Aber jetzt bin ich viel zu hell, oder? So gut. Ich hoffe, man erkennt die Sachen. Dann 2-mal Thunfisch. Ich habe das jetzt 1-mal im Öl und 1-mal im eigenen Saft geholt. Das für Salat und das für Pizza. Und das ist 1-mal Thunfraise. Dann, ich wollte hier Schlagsahne bestellen. Von der Rewe-Marke, was wir immer kaufen, kostet 60 Cent und die kosten nur 49 Cent. Okay. Ist dasselbe. Und das ist sogar schöner, finde ich, ne? Zum Aufmachen. 6-mal Schlagsahne. Wo ist 6-mal? Das ist doch 3. Achso. Ich muss aber gleich nochmal die Liste durchgehen. Aber der hat gar nicht kontrolliert, ob alles da ist. Oder meinst du, macht er das im Auto? Der macht das bestimmt im Auto. Der muss das ja im Auto machen. Doch einfach nicht reinschmeißen und hochbringen. Ja, ich werde trotzdem nochmal alles gut. Einmal Tafelsalz. Krass, noch 2 Tüten. Wir haben noch nie so viel eingekauft, ne? Aber jetzt haben wir alles da. Auf Vorrat. Außer Wasser. Wasser muss man ja noch kaufen. Ja. Dann für Linchen. Linchen. Äpfel. Die sehen auch ganz frisch aus. Krass. Oh, ich dachte, die bringen nicht so frische Sachen. Und ich habe nur 5 Bananen bestellt, die haben 7 Stück gebracht. Aber ganz ehrlich, im Laden, die haben nicht mal solche frische Sachen. Also so diese Bohnen. Ja, und Rewe bezahlt uns nicht dafür, Leute, nein. Okay. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Möhren, auch für Nina. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Möhren Nina da hat, aber ich habe einfach welche bestellt.
Dann zweimal Apfelsaft. Drink. Und Leute, bei Rewe ist es so, man darf nur 2 Sixpack Wasser bestellen oder halt irgendein Sixpack Getränk. Und alles, was drüber geht, muss man extra zahlen. Also wir haben jetzt einmal das als Pfirsich bestellt. Eistee und einmal Zitrone. Und einmal Zitrone. Und 5 Milch. Ich werde das jetzt nicht zeigen. Genau, 5-mal Milch und einmal Küchenrolle, weil Küchenrolle darf bei uns nie fehlen. So, und was sagst du dazu? 84 Euro. Übrigens, ich habe über iGraal bestellt und das ist auch keine bezahlte Werbung. Über iGraal kriegen wir 5 Euro Cashback zurück und über die Payback-App kriegen wir 1500 Punkte, das sind 15 Euro. Das heißt, ich habe für den Einkauf nur 64 Euro bezahlt und 3,50 Euro ist noch Pfand. Das heißt, 61 Euro für so viel finde ich gut. Findest du es viel? Ja, ich finde schon. Wenn wir das alles im Laden gekauft hätten, wäre es teurer, Schatz. Ja, mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt. Also bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich bin ja, so normal, du musst nichts tragen, ne? Ich trage so oder so nichts, das trägst du immer. Ja. Gott schon meinem. Ah, was war das, dein Bein oder dein Po? Ja, auf jeden Fall, uns hat das sehr gefallen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Ich kann es nur empfehlen, weil ich habe 20 Euro gespart. Also die 20 Euro kriege ich gut geschrieben. Und ja, ich würde sagen, lasst euer Kommentar da. Ob ihr da auch bestellen würdet oder nicht. Und bis zum nächsten Mal. Wir sortieren jetzt alles ein. Tschüss.